Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, im letzten Teil sind wir wieder zurück hier in die Intensivbehandlung gekommen und ich habe erstmal ziemlich verkackt, aber letztlich habe ich natürlich doch geschafft, denn ich bin Batman. Und wir sind immer noch auf der Suche nach Killer Croc. Und deswegen werde ich mich jetzt mal anscheinend umdrehen. Und hier langlaufen. Ach ja, genau. Ich habe hier oben gerade diese Bombe kaputt gemacht und dadurch sind die Türen hier aufgegangen. Hacke dich bei den Verwandten ein, bevor du von hier weggebracht wirst. Alles, was du sagst, aber erstmal nehme ich meinen Sequenzer. Von Aaron Cash, wie wir sehen. Ja. Obvious Mystery is obvious. Ziemlich verrückt werden lassen. Was geht in deinem Kopf vor, Wayne? Bah, er ist weg. Da ist nur noch eine kranke Hülle. Schneidet mich los! Er gehört dir, Joker. Oh, super! Los, Mr. J, wir sind soweit. Darauf habe ich lange gewartet, Bats. Lasst die Party beginnen! Mit einem Knall! Digga, what? Das hatte ich ja schon komplett vergessen. Junge, du bist echt dreckig. Ja. Ihr vermutet es wahrscheinlich schon. Und ihr vermutet richtig. Denn das hier ist wieder eine Halluzination von Scarecrow.
Okay. Das war knapp. Ach nix. Als ich das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernehmen wollte, dachte ich wie viele von uns, dass er für mich wäre. Als er seine Vision einer Umwelt erklärte, in der die Insassen so lange wie möglich verrückt bleiben sollten, dachte ich, wäre durchgeknallt. Als er mich festhielt und mir mit der rastigen Klinge ein neues Rücken aus dem Gesicht zauberte, wusste ich, dass er recht hatte. Wenn wir uns auf einer kleinen Insel in Gotham Bay befinden, machen wir vor nichts Halt, um sicherzugehen, dass sich keine Spinner aus dem Staub machen. Jüngste Erfolge mit Bruce Wayne, dem klassischen Fall einer gespaltenen Persönlichkeit, haben unseren Ruf als eine innovative Schlachterei bestätigt. Unser Forschungsleiter Dr. Crane hat keine wirklichen Fortschritte erzielt, aber ihm scheint die Arbeit zu Unsere neue Patientenstation wird von Waylon Jones geleitet. Mir wurde versichert, dass er fast jeden Patienten geheilt hat, der ihm geschickt wurde. Und er brüstet sich damit, auf allen Stationen freie Betten zu haben. Das ist ganz geil, wenn man sich das, wenn man da jetzt mal genau zuhört. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut verstehen konnte. Hast du Angst, rauszukommen? Aufgrund von den Hintergrundgeräuschen, aber es war ja jetzt kein Scarecrow, der im Prinzip so erzählt hat, ja, ist ganz geil alles, seit ja der Joker ist, jeder Leiter ist. Und solche Aussagen wie Bruce Wayne, der schizophren ist und zwei Persönlichkeiten hat und so weiter, ist halt ein nettes Detail, was auch gerade in den Comicbüchern sehr oft angesprochen wird. Eben, dass Bruce Wayne, beziehungsweise Batman selber, gar nicht so, ja, normal sein kann. Weil eigentlich hat er selber auch einen ganz schön an der Waffel. Denn andernfalls würde er sich nicht, würde er nicht Batman sein. Und das ist auch etwas, was der Joker ihm ständig vorwirft. Ah, nein! Ich seh dich, Batman! Kacke. Jetzt wirst du wahnsinnig. Für immer. Na gut, probier's nochmal. Jedenfalls, das ist etwas, was der Joker ihm auch ständig vorwirft. Nämlich eben, weil er sagt, ey Junge, du bist genauso Panne im Kopf wie ich. Du machst genau dasselbe und die Leute feiern dich und mich finden sie zum Kotzen. Das ist nicht gerecht. Zumindest sieht der Joker das so. Ich trau mich jetzt nicht, ich muss das richtige Timing haben. Jetzt sieht gut aus. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr. Sag mir, welche der Wunden musst du noch besiegen? Wollen sie? Extradosis, kleine Fledermaus. Ehrlich gesagt, nee. Ja.
spricht nur deine Entschlossenheit. Und hier mein dickes Skelett. Da wird die Glühbirne heiß. Was meinst du? Wie viel kannst du noch erwarten? Macht es dir Angst zu wissen, dass ich dir was geschickt habe? Na, du willst noch mal aufstehen? Ist aber mal gut hier. Stirb! Was? Wie machst du das? Du hast genug Gift geschluckt, um 10 Männer zum Wahnsinn zu treiben. Was bist du? Wieso bekämpfst du es, Batman? Du bist genauso durchgeknallt wie wir alle. Du brauchst uns genauso, wie wir dich brauchen. Und um es zu beweisen, flute ich die Katakomben mit genug Terrorgas, um jeden in Gotham City für 100 Jahre um den Verstand zu bringen. Na, wenn er sich damit nicht übernimmt. Aber sehr schön, dass wir sehen, dass hier tatsächlich ein paar Leute waren, die Batman auf Drogen komplett zusammengehauen hat. Ja, ich würde sagen, erstmal gehe ich hier lang. Geht das denn? Ja, das scheint zu funktionieren. Ich habe so das Gefühl, hier war ich noch nicht. Ja, hier ist ein Tonband. Würden Sie mir sagen, wie die in mein Büro kommen? Ganz einfach, ich habe sie da reingestellt. Wieso magst du keine Blumen? Ich glaube, die Bertha würde interessieren, dass sie ihre Zelle verlassen haben. Wenn du es wirklich erzählen wolltest, hättest du es schon getan. Woher wissen Sie, dass ich nicht schon getan habe? Weißt du, Süße, ich mag dich wirklich. Sogar deinen Namen. Stell mir etwas offen und wir kriegen... Harley Quinn. Passt wie der Clown. Ich weiß, das habe ich schon gehört. Das ist ein Name, der mich zum Lächeln bringt. Er gibt mir das Gefühl, dass hier jemand ist, dem ich mich verbunden fühle. Jemand, der meine Geheimnisse hören möchte. Wirklich? Erzählen Sie weiter. Nicht hier, meine Liebe. Zu viele Augen, zu viele Ohren. Komm heute Nacht zurück. Da erwarte ich dich. Ist ja fast wie bei Romeo und Julia. Na, wirst du wohl. So. Oh, und Batman steht ja echt auf Base Jumping. Deswegen würde ich mal sagen, hüpf! Er kommt nicht mehr raus. Alle drei zusammen. Auch hier machen wir kurz einen Prozess. So, dann
wir jetzt hier erstmal wieder die Bombe entschärfen bzw. die Tür öffnen. Hat er ja ganz ausgetüftelt hier. Verschlossen, der Gute. Sein. Ein schönes Perfekt. So. Jetzt schauen wir mal. Hier unten gibt es doch bestimmt auch was. Upgrade. Multifrequenzzünder. Reichweitenverstärker. Das hört sich gut an. Wieso ist mir das nicht vorher aufgefallen? Riddler-Karte. Meine Karte wird dir helfen, Batman. Oh, und wie wir sehen, sind hier schon einige Bildchen vom guten Killer Croc zu sehen. Den wir gleich mal besuchen gehen. Ja, ich glaube, der bevorzugt sein Fleisch relativ englisch. Und hier finden wir ein schönes Turmband. Und ich könnte fast darauf wetten, dass es hier um Killer Croc geht. Nein, bin ich gut. Setz dich und halt's Maul. Glauben Sie, ich habe Angst vor Ihnen, Cash? Ich bin Ihnen auf der Spur, Sie sind... Und ich bin Ihnen auf der Spur. Aber wissen Sie was? Ihre Spur bietet mich an. So weiter, so doch. Bitte, tun Sie das nicht wieder, Mr. Cash. Das ist nicht hilfreich. Das mit dem Band tut mir leid, aber was sollen wir tun, wenn Sie glauben, unbedingt drei Wachen einweisen lassen zu müssen? Schneiden Sie fest, was Sie wollen, Doc. Dieses Ding kitzelt nur. Ich bin froh, hier zu warten, auf die Fledermaus zu warten. Sie wird zurückkommen und ich werde sie töten. Und dann Cash und danach Sie. In deinen Träumen. Und jetzt steh auf, sofort! Wenn ich mir sein Bild so angucke, fällt mir auch auf, Mensch, der Junge trainiert echt viel Nacken. Auf jeden Fall hat er eine klare Vorstellung von seinen Zielen im Leben. Und wir sehen hier schon ein schönes großes Keep-Out-Schild. Danger. Ein paar Kumpels von ihm liegen hier auch rum. Und mit diesen Impressionen würde ich erstmal sagen, machen wir hier wieder einen Cut. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn ich mich dann dem Killer Croc stelle.
Und bis dahin sage ich Haunse Baunse.